Ziemlich viele schlechte Nachrichten haben gestern die Aktienmärkte in den USA unter Druck gebracht. Man spricht von einem Chip-Schock nach den katastrophalen Zahlen des Chip-Maschinenherstellers ASML. Dazu gab es dann, ziemliche Hiobsbotschaften vom US-Konsumenten in Sachen Kredite. Dazu gab es Hiobsbotschaften aus dem Einzelhandelssektor mit Louis Vuittons Zahlen, die auch sehr, sehr schwach waren. Das hat den ganzen Einzelhandelssektor mit nach unten gebracht. Und wir haben gestern Aussagen gehört von Donald Trump in einem Bloomberg, bei einer Bloomberg-Veranstaltung. Und siehe da, die Märkte reagieren auf diese Aussagen, was nichts anderes bedeutet, als die Märkte inzwischen mit einem Sieg von Donald Trump rechnen. Das zumindest als sehr gute Wahrscheinlichkeit sehen. Nach den Aussagen von Trump ist der Dollar stärker geworden. Und Trump hat da nochmal völlig klar gemacht, die Zollpolitik, das ist das Kernstück meiner Wirtschaftspolitik. Alles andere ist Beiwerk, und das bedeutet die absehbare Entstehung eines neuen Handelskrieges, wenn denn Trump wirklich gewählt wird, denn die anderen wie die Chinesen und vor allem die EU haben schon gesagt, dann werden wir Gegenmaßnahmen ergreifen, werden Zölle erheben auf amerikanische Waren etc. etc. Dann geht die ganze Geschichte weiter und das wäre wahrscheinlich sehr, sehr inflationär und würde die Notenbanken dann davon abhalten, die Zinsen wirklich deutlich zu senken. Zunächst zu diesem Chipschock. Gestern ASML massiv unter Druck. Und wir sehen, das ist kein Irgendwer, das ist hier Stand Januar diesen Jahres, aber unter den Top 3 der Marktkapitalisierung oder der schwersten Firmen in Europa nach Marktkapitalisierung zusammen mit Novo Nordisk, LVMH, das ist eben Louis Vuitton und dann ASML. Das heißt, wir haben von den Top-Firmen, von den Top 3 Firmen haben wir zwei gehabt, die gestern sehr schwache Zahlen berichtet haben und eingebrochen sind, und dafür haben sich die Märkte noch ganz gut gehalten. Wir sehen hier übrigens SAP kommt dann erst, dann kommt Siemens, also die Deutschen sind da ein bisschen hinterher, ganz am Ende da Airbus immerhin noch greifbar. Jedenfalls sehen wir, dass das doch ein ziemlicher Schocker war, wenn diese Schwergewichte negative Zahlen berichten, und das kontrastiert so ein bisschen eben mit dem, was der Nvidia-Chef gesagt hatte kürzlich mit dem Blackwell Prozessor, der ja endlose Nachfrage habe, insane Demand, ungesunde Nachfrage, extreme Nachfrage. Wir haben gesehen, dass die Chip-Aktien gestern eingebrochen sind, wie Nvidia, wie Broadcom, wie AMD. ASML hat vor allem Probleme mit China, weil eben noch im letzten Quartal offenkundig viele Umsätze, über 40% der Umsätze eben aus China kommen, und das ist jetzt nur noch auf 20% gefallen, hat sich also halbiert. Das ist natürlich ein Riesenproblem jetzt für ASML und für die Chipbranche insgesamt. Hier sehen wir mal die Aktie von ASML, und das Witzige ist ja, das war ein Versehen. Eigentlich steht heute oder standen die Zahlen heute an, aber irgendein Mitarbeiter hat da die falsche Taste gedrückt und hat die Zahlen veröffentlicht. Und daraufhin die Aktie ebenso massiv unter Druck. Man kommt jetzt an eine wichtige Unterstützungsmarke. Die sollte halten. Vielleicht kann man heute verbal mit einigen Aussagen was gut machen, weil ja heute erst offiziell eben diese Zahlen präsentiert werden. Unten sehen wir mal den Nvidia-Chart. Ist das jetzt ein Doppeltop? Das ist die Frage. Wir haben ja vorgestern auf Schlusskursbasis nochmal ein neues Allzeithoch erreicht. Aber hier sehen wir wieder Nvidia. Und wir sehen, wir sind beim Bollinger Band ganz nach oben gelaufen, haben jetzt dann diese rote Kerze. Das passiert gerne mal am oberen Ende des Bollinger Bandes. Und normalerweise gehen wir dann auf einen gleitenden Durchschnitt zurück, nämlich der 20-Tages-Durchschnitt, da wäre also noch Luft nach unten, oder wir gehen sogar ans untere Ende des Bollinger Bandes. Das war eigentlich bis auf einmal immer der Fall. Ob diesmal auch, ist eben die Frage. Interessant wäre, was passiert denn, wenn jetzt diese KI-Blase platzen sollte? Wir müssen uns ja vorstellen, die Unternehmen, gerade aus dem Tech-Bereich, die Schwergewichte, Microsoft, Google etc., die bauen Datencenter ohne Ende, investieren da Milliarden, dann investieren sie noch Milliarden in
Chips von Nvidia und den Konsorten. Also die haben unfassbar hohe Ausgaben. Was ist, wenn das Ganze sich nicht monetarisieren lässt, sich nicht rechnet? Dann kannst du diese Datencenter mehr oder weniger wieder abreißen und hast sehr, sehr viel Geld in den Sand gesetzt. Das dürfte dann auch den Tech-Investoren, die hier so massiv gekauft haben, hier hat Albert Edwards mal die Frage gestellt, ja, was passiert denn mit dem Geld, wenn die Leute erkennen vielleicht irgendwann, dass dies eine Blase ist oder dass die Erwartungen im Mindesten kurzfristig übertrieben sind in Sachen KI. Hier sehen wir gelb diese massiven Zuflüsse in eben den Tech-Sektor auf ETF-Basis. Also wir sehen, das könnte lustig werden und lustig auch, dass im Oktober bislang der größte Zuwachs an Equity Allocation der Fall war. Also man ist massiv reingegangen in die Märkte, Stimulus, Hoffnung, gute US-Arbeitsdaten, Arbeitsmarktdaten, vermeintlich gute Daten, Zinssenkungserwartungen, also alle rein in die Geschichte, gleichzeitig Global Growth Expectations, also die Erwartung, dass die Wirtschaft wächst, so hoch wie schon seit Jahren nicht mehr, wie seit Corona nicht mehr, wird jetzt alles super. Alle sind schon drin, jetzt kann es ja nur noch weiter nach oben gehen, aber was ist, wenn eben alle schon drin sind und dann die Käufer fehlen? Das ist die Frage, zumal jetzt eben die großen Player nur noch eine Cashquote von 3,9% haben, so wenig wie seit 2014 nicht mehr, wenn ich das richtig sehe, also schon ziemlich lange. Selten, dass man eine so niedrige Cashquote gesehen hat. Und auch ist ja eigentlich der Fall, dass es in jedem Wahljahr seit dem Jahr 2000 Korrekturen gegeben hat, die spätestens am 12. Oktober begonnen haben. Haben wir gestern den Beginn einer Korrektur gesehen? Ja oder nein? Eins ist klar. Die Bewertungen sind extrem hoch in den USA. Buffett Indicator, also Marktkapitalisierung zu 200%. Sehr, sehr sportlich. Höchster Stand seit der Dotcom-Blase. Wir sind ja jetzt an zwei Dritteln der letzten 100 Handelstage gestiegen. Aber normalerweise kommt eine 10% Korrektur durchschnittlich alle 172 Tage. Jetzt haben wir schon 288, also es wäre jetzt alles andere als, ich sag mal, ein Wunder, ein Weltwunder, wenn mal irgendwann eben solche normalen Dinge wie eine 10% Korrektur wiederkommen. Wir sind sehr, sehr teuer bewertet inzwischen. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt, wenn Sie unten diesen Chart mal gucken und diesen schwarzen Strich hier sich anschauen, das ist im Juli gewesen, relativ Anfang Juli. Da hatten wir eine ähnliche Kerze. Wir haben also eine weiße Kerze gehabt, dann eine rote Kerze, so wie hier rechts in dem Chart. Also das, was gestern passiert ist, diese rote Kerze, die länger ist als diese weiße Kerze. Damals gelang dann nochmal der Konter der Bullen. Auch damals war das sozusagen am oberen Ende des Bollinger Bandes. Wir waren also schon ziemlich stark überkauft. Dann kam dieser Rücksetzer. Aber im Juli, wie gesagt, nochmal der Move nach oben, bevor dann eine Korrektur erfolgte. Und oben sehen wir mal den Vergleich zwischen VXN und dem WIX. VXN ist praktisch der WIX des Nasdaq. Der WIX bezieht sich ja auf S&P 500 Aktien in den nächsten 30 Tagen, VXN eben auf die Nasdaq Aktien. Und wir sehen, da ist die Volatilität deutlich höher. Und wenn wir uns mal anschauen, der Triple Q, also Nasdaq, hat in den letzten drei Monaten 1% verloren, während der Dow 7% gewonnen hat und der Russell 5% gewonnen hat. Also diese Tech-Sause ist so ein bisschen vorbei. Aber wir haben natürlich auch Bullisches heute im Gepäck, meine Damen und Herren, nämlich eine mediane Return des S&P 500 vom 15. Oktober bis Ende des Jahres in Wahljahren beträgt 7%. Das heißt, die Hälfte der Jahre ist besser, die Hälfte der Jahre ist drunter seit dem Jahr 1928. Also es kann nur nach oben gehen, aber gestern dann eben auch Konjunktursorgen. Ich hatte darauf verwiesen, Bank of America, Kreditkartendaten, Ausfallrate so hoch wie seit 2013 nicht mehr, immer mehr, nämlich 14% der Leute sagen, wir glauben nicht, dass wir in den nächsten drei Monaten unsere Kredite bezahlen können. Dann New York Fed Umfrage, Delinquency Expectations, die weiter steigen auf den höchsten Stand seit April 2020, also seit der Corona.
Immer mehr Konsumenten geraten in Schwierigkeiten, die Bankrotte in den USA so wie 2013 nicht mehr. Gleichzeitig aber sehen wir hier links in dieser Grafik Soft Landing Probability. Das sind Artikel bei Bloomberg mit der Begrifflichkeit Soft Landing und wir sehen, das schießt komplett durch die Decke. Soft Landing nur 8%. Das hatte ich gestern schon gezeigt. Erwarten ein Hard Landing. Also niemand ist irgendwie mental darauf vorbereitet. Ich habe gestern dann CNBC geguckt. Alle, ja, Wirtschaft ist toll, Arbeitsmarkt ist toll, alles bullisch, also das war schon so jenseits von, ich sag mal, zumindest einer einigermaßen objektiven Betrachtung, dass ich mich schon wundere. Man könnte dann kontrastierend eben solche Charts hier zeigen, Entwicklung von Fulltime Employment, also Vollbeschäftigung statt Teilzeitbeschäftigung. Wir sehen, hier geht das doch relativ deutlich nach unten und jedes Mal, wenn wir hier von oben kommen, die Nullerlinie überschritten hatten, also Vollzeitstellen verlieren, dann gab es eine Rezession. Mal sehen, wie es diesmal kommt, aber es wird spannend zu sehen sein, ob heute den Bullen der Konter gelingt. Dann auftritt Donald Trump gestern bei einer Bloomberg-Veranstaltung und da hat er nicht nur den Moderator mehr oder weniger beschimpft, als er sagte, du liegst immer falsch, es muss hart für dich gewesen sein, die letzten 25 Jahre damit verbracht zu haben, dass Zölle negativ sind und dann siehst du und dann kommt jemand und erklärt dir, dass das total falsch ist. Der Dollar hat daraufhin zugelegt, Euro-Dollar unter die 9,109 gefallen. Also die Märkte oder der Dollar würde steigen, so die Annahme, wenn Trump die Wahlen gewinnt. Wir sehen gleichzeitig, die EU bereitet jetzt schon Gegenmaßnahmen vor, falls Trump eben diese Zölle einführt. Er will ja pauschal auf alles, was Importe sind, 10% einführen, bei manchen chinesischen Waren 100% und so weiter. Das alles dürfte dann eben, wie gesagt, in einen Handelskrieg münden mit unabsehbaren Folgewirkungen. Wir werden sehen, ob diese Zölle wirklich so gut sind für die Wirtschaft. Meine klare Meinung, und das zeigt die Geschichte, sie sind negativ. Es gibt Zölle, die durchaus positiv wirken können, aber nicht pauschal. Wenn du pauschal auf alles Zölle erhebst, dann hast du bald ein Thema, denn du hast dann Gegenzölle. Du sorgst also dafür letztendlich, dass Waren teurer werden. Dadurch geht die Nachfrage zurück. Dadurch werden heimische Produzenten nicht mehr produzieren, eben weil die Nachfrage zurückgeht. Das ist das große Problem. Also das wird wirklich interessant zu sehen. Dann hat sich Trump über die Fed geäußert, hat gesagt, also er wäre ja eigentlich ein besserer Fed-Chef als eben Jerome. Und er sagt auch, also als Präsident sollte ich jetzt nicht die Zinspolitik direkt gestalten, aber ich habe das Recht, es da zu kommentieren. Und über den Job des Fed-Chefs meinte er, es ist also der beste Job in der Regierung. Du kommst einmal im Monat im Office vorbei und sagst dann, okay, lass uns mal eine Münze werfen, ob wir die Zinsen senken oder nicht senken oder anheben oder nicht anheben. Und jeder denkt, du bist ein Gott. Trump hat auch gesagt, dass er glaubt, dass die Zinsen zu stark gesenkt wurden jetzt von Fed-Chef Powell. Also das wird lustig, auch dieses Verhältnis zwischen Trump und Jerome Powell, was da passieren wird, sollte Trump diese Wahl gewinnen. Und die Wahrscheinlichkeit wird immer stärker auf Seiten von Trump gesehen. Hier Poly Market in praktisch allen Battleground States, also die umkämpft sind, liegt Trump jetzt vorne. Das wird gedeckt auch durch Umfragen. Harris hat Schwierigkeiten in vielen Wählergruppen. Gestern übrigens nach diesem Interview erstmal Trump Media and Technology Group Corp abgestürzt. 8%, so genau weiß man nicht, was da passiert ist, aber Trump kriegt so ein bisschen Schützenhilfe von Kamala Harris, die zum Beispiel die Einladung von Bloomberg über die Wirtschaft zu sprechen abgelehnt hat. Wahrscheinlich hätte sie dazu ohnehin nicht allzu viel zu sagen, so kann man vermuten. Dann hat sie gestern gesagt, also ich bin offen für Reparationen aufgrund der Sklaverei. Sie hatte ja schon praktisch hier Kredite vorgeschlagen, die nicht zurückgezahlt werden müssen für schwarze Entrepreneurs, also für schwarze Unternehmer. Und das ist natürlich, wie Peter Schiff hier bemerkt, fast schon ein rassistisches Gesetz. Also du kriegst praktisch Geld geschenkt, weil du eine bestimmte Hautfarbe hast. Stellen Sie sich mal vor, das würde jetzt jemand vorschlagen für Weiße. Also jeder weiße Unternehmer
der bekommt $20.000 Kredit und muss die vielleicht nicht zurückzahlen. Was dann los wäre, da wäre echt die Hölle los, ganz klar. So oder so, wir sehen die Erosion eben demokratischer Strukturen insgesamt in den USA, nicht nur in den USA, aber hier sehen wir mal eine Umfrage von Axios, wie viele Leute glauben den Massenmedien. Nur noch 31%, das ist ein neuer Tiefstwert. Zwischenzeitlich hatte sich das mal etwas erholt. Wenn wir zurück zu den Märkten kommen, wichtig, was wird uns ASM Hell heute sagen? Und vor allem dann haben wir in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag TSMC. Die könnten mit guten Zahlen wieder diese Euphorie in Sachen KI hervorrufen. Dann haben wir Netflix. Auch am Donnerstag nächste Woche beginnt es dann nochmal richtig zu knallen in Sachen Berichtssaison. Kommen wir nochmal nach China. Heute die Märkte, naja, so ein bisschen nervös, kann man sagen. Vor allem Property Stocks sind gestiegen, also Immobilienaktien, weil ja hier ein Minister morgen Nacht, respektive in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, wieder eine Pressekonferenz geben soll und will. Louis Vuitton, wie gesagt, vor allem auch unter Druck wegen schwacher chinesischer Nachfrage. Also das wirkt sich durchaus aus. Und in Sachen Geopolitik heißt es jetzt, dass Netanyahu, die beiden Administrationen, über die generellen Ziele, aber nicht über die genauen Ziele sozusagen informiert habe. Da scheint ein Gegenschlag jetzt unmittelbar bevorzustehen. Netanyahu ist an einen sicheren Ort außerhalb von Tel Aviv gebracht worden. Man erwartet, dass er da dann diese Attacke befehlen wird. Kommen wir abschließend noch nach Germania. Hier hat ja Planwirtschaftsminister Robert Habeck gestern einen Klimaverträge verkündet. Mit 2,8 Milliarden Subventionen sollen hier Firmen subventioniert werden, die dann eben weniger CO2-intensiv produzieren. Hier zum Beispiel TESA hier in Hamburg. Die wollen jetzt eben Wasserstoff einsetzen. Das Problem ist, dieser Wasserstoff ist extrem teuer, wenn du optimale Bedingungen hast. Es gibt in einigen Ländern, wie zum Beispiel Australien, Brasilien, da kannst du mit Wasserstoff etwa 100 Euro die Megawattstunde produzieren. Wenn du das nicht kannst, dann bist du schnell bei 171 Euro die Megawattstunde. Während eben der Preis für Erdgas derzeit bei 41 Euro die Megawattstunde liegt. Das heißt, es ist ein Mehrfaches teurer. Das alles zahlt dann der Staat. Klingt alles nett, ist gut gemeint, aber ist halt wieder ein Rohrkrepierer. Das ist das nächste Leuchtturmprojekt, was gnadenlos gegen die Wand fahren wird. Das kann ich schon mal prognostizieren. Abschließend zwei Hinweise, meine Damen und Herren, für ASML. Schock lässt die globalen Chip-Aktien einbrechen. Was hierüber zu wissen ist, wenn Sie sich überlegen, ob Sie da zuschnappen wollen, ja oder nein, gerne hier lesen. Die Teilung durch Social Media Button ist hier oben dargestellt, meine Damen und Herren, und VW, BMW und Mercedes steuern auf eine Katastrophe in China zu. Dieser Markt ist verloren, wie es aussieht. Warum das so ist in diesem Artikel, also diese beiden Empfehlungen, jetzt sage ich Servus, ciao.